Wenn Sie in die E-Mail reinschauen, die Sie bekommen haben für die Webinaranmeldung, dann finden Sie dort auch den Button für den Trademaster Download bzw. für die Anmeldung für ein Demokonto. Und Sie landen hier auf dieser Seite. Und jetzt haben Sie hier oben auf der rechten Seite drei Auswahlmöglichkeiten. Sie können sich den Trademaster entweder runterladen für Ihr Windows-System, also installieren auf dem PC, haben dann auch ein Icon. Jetzt auch verfügbar für unsere Mac-Kunden. Das war ja sonst immer ein kleines Problemchen. Die konnten immer nicht so richtig installieren, weil viele Software-Varianten eben immer nur für Windows verfügbar sind. Jetzt eben auch für den Mac erhältlich. Laden Sie sich das einfach hier runter für den Mac. Oder aber die einfachste Variante und die schnellste Variante, Sie nutzen den Web-Login. Vorteil hier, Sie können den Web-Login weltweit nutzen, egal ob Sie gerade irgendwo unterwegs sind, Sie sind im Hotel in Sri Lanka oder sonst wo, oder aber Sie sind im Büro, denn viele von uns müssen ja arbeiten und können da vielleicht im Büro nicht unbedingt irgendwas installieren. Die nutzen ganz einfach den Web-Login. Ich zeige Ihnen, wie das funktioniert. Sie klicken ganz einfach rauf. Es öffnet sich eine neue Seite und wenn Sie bereits E-Mail-Adresse bzw. Benutzernamen oder Zugangsdaten sich schon generiert haben, dann geben Sie die hier ganz einfach ein, Ihre E-Mail-Adresse und das entsprechende Passwort. Haben Sie noch keine Zugangsdaten für ein Demokonto, dann klicken Sie ganz einfach auf Demokonto eröffnen. Das mache ich mal. Es öffnet sich ein neues Fensterchen. Hier geben Sie ganz einfach Ihren Namen an, Ihre E-Mail-Adresse. Sie suchen sich ein Passwort aus. Und Sie sehen schon, das Ding ist schlau. Der zeigt Ihnen an und sagt, na, das Passwort muss mindestens eine Zahl, einen Groß- und Kleinbuchstaben sowie mindestens 8 Zeichen enthalten. Wählen Sie sich was Schönes aus, geben es hier ein, Telefonnummer, kurz hier unten noch bestätigen, dass Sie auch eine Demo haben möchten und dann klicken Sie ganz einfach auf Demokonto eröffnen. Sie erhalten direkt im Anschluss daran eine E-Mail mit Ihren persönlichen Zugangsdaten und können sich dann direkt in den Trademaster Web einloggen. Ich habe natürlich schon meine Zugangsdaten und die gebe ich hier jetzt einfach mal ein. So, das Passwort ist ultra geheim. Man klickt danach einfach auf Login und zack, wir sind drin. Was Sie natürlich als allererstes sehen, und da fangen wir mal an, wenn Sie sich eine frische Demo machen und Sie loggen sich das allererste Mal in den Trademaster Web ein, dann sehen Sie dieses Fenster hier in der Mitte. Ich hoffe, Sie können es alle erkennen. Und hier wird erstmalig beim erstmaligen Öffnen abgefragt, in welchem Modus soll denn der Trademaster Web bei Ihnen auf dem Bildschirm angezeigt werden. Wir haben hier zur Auswahl den fortgeschrittenen Modus. Der wird in einer hohen Auflösung dargestellt, bietet unserer professionellen Analysemodule, Indikatoren etc. Wir brauchen hier mindestens eine Bildschirmauflösung von 1366. Das ist die meistgewählte Variante. Daneben rechts der sogenannte Vintage-Modus, auf den kommen wir nachher nochmal zu sprechen, den zeige ich Ihnen natürlich auch. Für viele Kunden, die vielleicht unseren alten Trademaster kennen und lieben gelernt haben und diese Ansicht vermissen, haben wir natürlich integriert, haben wir hier wieder mit drin, können Sie gerne nutzen. Rechts daneben, das ist der Grundmodus, das ist eine einfache Darstellung. Hier ist es wirklich auf das Wichtigste reduziert, auf Kurse, Charts, Positionen etc. Oder wenn Sie vielleicht eine relativ instabile oder langsame Internetleitung haben oder nur ein kleines Laptop und gar nicht so hochauflösend, können Sie das nutzen. Sie machen also am besten am Anfang erstmal Ihr Häkchen hier bei fortgeschrittener Modus. Auch da gibt es noch Unterschiede. Man kann hier unten bei Dark oder Light einstellen, ob man die Handelsmaske an sich eher im dunklen Modus, so wie ich das jetzt hier habe, angezeigt haben möchte. Oder bei Light wird alles relativ hell angezeigt. Das ist eine reine Geschmackssache oder je nach Tageszeit können Sie sich das jederzeit umstellen. Sie können die Sprache aussuchen, in dem Fall Deutsch. Und wir klicken einfach auf Änderungen speichern und dann sieht es auch bei Ihnen auf dem Bildschirm so aus. Wir beginnen hier oben. In der Kopfzeile, Sie haben hier Ihren Kontostand. Wenn Sie ein Demokonto haben, befinden sich auf dem Demokonto 50.000 Euro, mit denen Sie hier virtuell handeln können, aber unter echten Bedingungen. Rechts daneben wird dann Ihr Guthaben angezeigt. Etwas weiter rechts in der Spalte Guthaben frei. Hier können Sie dann auch zum Beispiel immer sehen, wie viel Margin ist gebunden, wie viel freies Guthaben habe ich noch.
Wie Sie schon erkennen können, im Gegensatz zum alten Trademaster haben Sie hier natürlich, der ist sehr chartbasierend. Sie haben in der Mitte ein relativ großes Chartfenster, auch auf das kommen wir noch zu sprechen. Der Chart ist ja essentiell beim Handeln und wichtig, deswegen haben wir dem hier eine zentrale Rolle gegeben. Auf der linken Seite haben Sie in diesem, ich nenne es mal Tableau oder in diesem Auswahlmenü, die entsprechenden Märkte, die Sie handeln können. Sie erkennen schon, also optisch sieht das ähnlich aus wie in der Handelsmaske, die Sie vielleicht schon kennen, wie im Trademaster. Sie haben auf der linken Seite immer den Verkaufskurs, auf der rechten Seite den Kauf, den Buy-Kurs dargestellt. Wir haben hier noch verschiedene kleine Möglichkeiten, wo man raufklicken kann. Zeige ich Ihnen auch gleich, was man hier machen kann. Wenn Sie einen bestimmten Markt suchen oder einstellen möchten, den Sie gerne handeln. Sie sehen, ich habe hier schon voreingestellt, Euro, US-Dollar, britisches Pfund, US-Dollar, US-Dollar, Yen und so weiter. Man kann hier mit dem Mausrad runterscrollen. Ja, Sie sehen, man kann sich hier relativ viele Märkte einstellen, gesamt 20 Stück, die Sie sich hier gleichzeitig anzeigen lassen können. Und wenn Sie sagen, ich suche einen speziellen Markt, dann schauen Sie mal hier oben auf der linken Seite, da haben wir die sogenannte Watchlist. Und daneben steht Markt hinzufügen. Da klicke ich ganz einfach mal rauf und es öffnet sich ein Menüfenster. Auf der linken Seite in diesem Menüfenster, da befinden sich die Märkte, die ich bereits in meiner Watchlist habe, also die mir der Trademaster schon anzeigt. Und auf der rechten Seite sehe ich alle verfügbaren Märkte, die ich im Zweifelsfall noch hinzufügen kann. Und wenn ich jetzt hier einen entsprechenden Markt sehe, wo ich zum Beispiel sage, den möchte ich haben, ja, Aud Yen zum Beispiel, australischer Dollar gegen japanischer Yen, dann klicke ich rauf mit meiner Maus, halte gedrückt und Sie sehen, ich kann es so drag and drop, ich kann es hin und her schieben. Und ich schiebe das einfach hier rüber und jetzt möchte ich australischer Dollar, japanischer Yen an dritter Stelle haben und da lasse ich es einfach los. Da packe ich es mir rein. Ich kann hier auch also umsortieren. Ich kann also sagen, Pfund US-Dollar möchte ich gar nicht an zweiter Stelle haben, möchte ich an dritter Stelle haben und kann hier hin und her sortieren. So können Sie von links nach rechts und hin und her sich Ihre Watchlist zusammenstellen aus den Märkten, die Sie gerne beobachten, die für Sie zum Handeln wichtig sind. Insgesamt, wie gesagt, 20 Stück, die Sie hier untereinander darstellen lassen können. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie ganz einfach hier auf Änderungen speichern und aktualisieren. Und Sie sehen, hier drüben habe ich jetzt ganz oben den Euro-US-Dollar, da gehört er auch hin. Und darunter habe ich jetzt meinen Audien und Pfund-US-Dollar und so weiter. So können Sie das also jederzeit sich individuell anpassen. Wie Sie sehen, haben wir hier zwischen den Kauf- und Verkaufkursen innerhalb dieses Fensters, dieses Handelsfensters, noch drei Symbole. Wir haben auf der linken Seite eine Glocke. Das ist eine Alarmglocke. Wenn Sie hierauf klicken, können Sie sich einen Kursalarm stellen. Es geht ein kleines Fenster auf. Sie geben einfach den entsprechenden Kurs ein, zu dem Sie alarmiert werden wollen. Klicken auf Alarm speichern. Ja, ich stelle jetzt mal hier irgendwo was ein. Zum Beispiel bei 1.10.00 möchte ich geweckt werden. Dann soll es hier klingeln. Ich klicke auf Alarm speichern und bekomme dann hier unten am Rand des Bildschirms eine kurze Meldung, Alarm gespeichert. Meinen gespeicherten Kursalarm finde ich unten auf der linken Seite im Reiter Kursalarme. Und Sie sehen, hier habe ich nämlich heute schon ein bisschen rumgespielt und ausprobiert. Hier kann man insgesamt 10 Kursalarme hinterlegen. Und wie Sie sehen, wenn die ausgeführt wurden, gibt es ein Häkchen dahinter und dann ist das in grün. Da kann ich sehen, okay, der kam schon und ich könnte ihn zum Beispiel löschen. Und Kursalarme, die noch nicht ausgeführt wurden, da steht ganz einfach verarbeiten. Ja, die warten also noch darauf, dass sie irgendwann ausgelöst werden. Einfach hier unten auf Kursalarme klicken, können Sie jederzeit auch wieder rauslöschen. Dann haben wir in der Mitte eines jeden Handels- oder Kursfensters neben der Glocke haben wir ein Chart-Symbol. Wir fangen mal auf der rechten Seite an. Sie sehen ja hier dieses große Chart-Symbol, was ich hier in der Mitte habe, oder unsere Chart-Ansicht. Das ist der Euro-US-Dollar, der hier dargestellt wird. Der ist ja dann, denke ich mal, für viele von Ihnen oder für die meisten ganz wichtig. Deswegen wird er hier in der Grundeinstellung automatisch geladen. Und wenn Sie jetzt sagen, ich möchte aber nicht den Euro-Dollar hier sehen, ich möchte zum Beispiel britisches Pfund gegen US-Dollar hier im Chart sehen,
dann können Sie das ganz einfach hier machen, indem Sie zwischen den beiden Kursen Kauf und Verkauf in der Mitte auf dieses kleine Chart-Symbol klicken. Ich klicke mal rauf und Sie sehen, zack, haben wir Pfund US-Dollar, haben also den entsprechenden Chart. Auch den können Sie sich selbstverständlich individuell einstellen. Sie können hier alles verändern. Rechte Maustaste. Ja, und das kennen Sie wahrscheinlich alle schon. Sie können die Farbe der Kerzen verändern. Sie können die Ansicht an sich verändern und, und. Es gibt sämtliche Möglichkeiten. Aber so erreichen Sie entsprechend den Chart des gewünschten Marktes. Immer in der Mitte zwischen den Kursfenstern auf das Chart-Symbol klicken. Dann öffnet sich der entsprechende Chart des Marktes, den wir angeklickt haben. Sie können auch die Zeitebene wählen. Das ist jetzt hier ein Stundenchart. Das sehe ich hier oben, steht links in der Ecke. Wenn ich hier raufklicke mit der linken Maustaste auf Stunde, Sie sehen selber Auswahlmenü, hier kann ich die verschiedenen Zeitebenen mir anzeigen lassen. Das geht hoch bis zu einem Monatschart und so weiter. Auch Indikatoren haben wir selbstverständlich hier im Chart, das ist selbsterklärend. Klicken Sie auf Indikatoren oben, haben eine Auswahl, lange Liste von Indikatoren. Auch hier einfach irgendwo raufklicken, Bollinger Band immer gerne genommen und einlegen. Den Indikator selber kann man dann hier oben auf der linken Seite des Fensters, ist der dann immer noch mal abgebildet. Viele von Ihnen werden das alles schon kennen aus dem Chart. Hier kann man den noch mal bearbeiten mit einem kleinen Zahnrad. Ja, klickt man rauf und kann dann den Stil und alles Mögliche verändern. Wenn wir schon hier im Chart sind, jetzt haben wir hier den einfachen Chart, einen großen Chart. Wenn Sie mehrere Märkte vielleicht parallel betrachten wollen oder generell mehrere Märkte handeln, dann haben wir hier oben auf der rechten Seite diesen blauen Button Chart Layouts und dahinter verstecken sich zwei verschiedene Optionen. Den Single Chart, den wir jetzt aktuell hier sehen, oder der Multichart. Und jetzt klicke ich mal auf Multichart und dann lädt er nochmal ganz kurz. Folgendes ist passiert, Sie haben hier oben jetzt insgesamt vier Reiter, vier verschiedene Märkte, die Sie sich auswählen können. Das heißt ganz einfach, ich klicke jetzt zum Beispiel hier auf den DAX Chart und kann dann hier auf der linken Seite im Auswahlfenster doch wieder auf Out Yen klicken und hinterlege mir eben hier nicht den DAX, sondern meinen Out Yen, Gold, Bitcoin, was auch immer. Sie können sich also hier verschiedene Charts einlegen, die Sie dann einfach durch Schnellanwahl hier oben über die Tabs aufrufen können. Wir bleiben hier einfach mal beim Euro-US-Dollar. Jetzt zur wichtigsten Funktion, wie kann ich denn eine Position eröffnen? Wie gehe ich denn hier rein in den Markt? Ganz einfach, wie Sie es bereits schon kennen oder sicherlich ahnen können. Wir haben hier oben auf der linken Seite die entsprechenden Kurse, Verkaufkurs, Kaufkurs. Wenn Sie eine Long-Position eröffnen wollen, klicken Sie ganz einfach hier auf den Kaufkurs. Es öffnet sich ein neues Fenster, neuer Auftrag. Hier könnte ich mich nochmal umentscheiden, ob ich wirklich Long oder Short, also Buy oder Sell gehen möchte. Ich kann hier die entsprechende Lotgröße eingeben. Bitte dran denken, die Nutzer des Trademasters, die kennen das jetzt, die Handelsmengen in tausender Schritten, so wie es ja ursprünglich immer war. Hier geben wir die Lotgröße ein. Also alle, die bisher vielleicht auch parallel den MetaTrader 4 genutzt haben, die werden sich hier wohlfühlen, weil das ist genau das Gleiche. Ich kann hier die Handelsmenge ganz einfach über die Lotgröße definieren. Ich kann meine eigene gewünschte Lotgröße eingeben oder ich kann hier unten eine Vorauswahl treffen, zum Beispiel wenn ich immer 10k handle, also 0,1, dann kann ich hier ganz einfach raufklicken, habe die entsprechende Lotgröße eingegeben. Wer möchte, kann sich hier entsprechend schon Stopp und Limit setzen. Entweder Sie machen es bevor Sie die Position eröffnen, können Sie aber natürlich auch jederzeit im Nachhinein machen. Ja, wenn ich vorher die Position Limit und Stopp definieren möchte, klicke ich hier einfach auf diese Pfeiltasten. Ja, und wenn ich eine Long-Position eröffne, dann liegt mein Limit, mein Gewinnziel natürlich überhalb des gewünschten Kurses oder des aktuellen Kurses. Und den Stopp, den setze ich mir einfach viel weiter runter. Aber ich finde, die Anzeige hier ist ganz gut gelungen. Limit, man erkennt auch gleich, es suggeriert gleich, mein Ziel, mein Gewinnziel liegt überhalb des aktuellen Kurses. Der Stopp, ja, die Verlustbegrenzung, also unterhalb des aktuellen Kurses. Jetzt klicke ich hier unten ganz einfach auf Buy Market. Und die Position ist offen. Die offene Position befindet sich unterhalb des Charts. Auch hier haben wir den Reiter Handel bzw. offen. Hier können Sie die offene Position ganz einfach sehen.
Eröffnungszeit. Sie sehen, handelt es sich um eine Kauf- oder Verkaufposition. Sie sehen, welchen Markt wir hier handeln, Euro gegen US-Dollar. Das Handelsvolumen, die Lotgröße quasi nochmal. Unseren Einstiegskurs haben wir hier nochmal dargestellt, wo ich Stop und Limit gesetzt habe, also Stop-Loss oder Take-Profit. Und hier rechts der aktuelle Kurs. Weiter rechts habe ich die Entwicklung der Position einmal in Pips angegeben, rechts daneben das Ganze in Euro. Ja, die Kontoführung hier in der Demo ist natürlich in Euro. Ihr reales Konto können Sie gerne auch in einer anderen Währung eröffnen. Unsere Kunden in der Eurozone nehmen natürlich gerne den Euro, aber Sie können es auch in US-Dollar oder in Schweizer Franken eröffnen. Alles gar kein Problem. Und haben hier dann die Möglichkeit, die Position entweder direkt auf das Klicken hier auf den Schließen-Button zu schließen oder aber wir klicken auf Ändern und hier hätten Sie die Möglichkeit, zum Beispiel Stop- oder Limit-Werte nochmal nachträglich zu verändern, wenn Sie das wünschen, und können dann die Position den aktuellen Marktbedingungen ganz einfach anpassen. Eigentlich ganz simpel. Wir haben noch mehr Orderarten, die Sie nutzen können. Dazu klicke ich ganz einfach nochmal hier rauf auf einen Kauf- oder Verkaufskurs. Hier spielt keine Rolle. Sie sehen hier oben in der Mitte Market. Das ist eine Market Order. Wenn ich jetzt also hier auf Buy Market klicke, geht die sofort in den Markt. Also ich kaufe oder verkaufe immer zum aktuellen Kurs. Die sogenannte Entry Order, also eine Order, die ich zu einem gewissen Kurs vorbereite, die zu einem gewünschten Kurs dann in den Markt springt, finde ich links und rechts neben Market, nämlich einmal definiert als Stop Order oder links daneben als Limit Order. Alle, die den MT4, den MetaTrader 4 nutzen und kennen, werden sich damit auskennen. Wir haben hier auf der rechten Seite einmal Stop und jetzt kann ich hier nochmal differenzieren zwischen Buy Stop und Sell Stop. Ja. Buy Stop bedeutet ganz einfach, meine Position geht in den Markt, wenn der Kurs von unten an meinen gewünschten Kurs anstößt, dann wird meine Buy Stop Order ausgelöst. Sell Stop bedeutet ganz einfach, der Kurs muss von oben kommen und löst erst dann aus, wenn mein gewünschter Kurs erreicht wird. Und das gleiche gilt hier eben für Limit. Auch hier kann ich nochmal definieren, möchte ich Sell Limit oder Buy Limit. Buy Limit heißt ganz einfach, ich kaufe in dem Moment oder meine Kaufposition wird hier ausgelöst, wenn der Kurs von oben kommt. Sell Limit bedeutet, der Kurs kommt von unten, erreicht meinen gewünschten Kurs und dann wird eine Verkaufposition eröffnet. Richtet sich also immer danach, von wo der Kurs gerade kommt. Also immer so ein bisschen beim Eröffnen auf den aktuellen Kurs achten. Auch hier können Sie wieder die Handelsmenge vordefinieren, geben Ihren gewünschten Kurs ein. Wenn Sie wollen, Limit und Stop eingeben, bestätigen und dann wird das Ganze abgespeichert. Und sollte der Kurs erreicht werden, wird die Order natürlich ausgelöst. Sie müssen dafür nicht online sein. Das wird ja alles auf separaten Banken oder Trading-Servern abgespeichert. Sie können die Handelsmaske durchaus schließen. Sie müssen nicht online sein. Die Order wird auch so ausgelöst. Auf der rechten Seite, viele haben es wahrscheinlich schon gesehen, beziehungsweise nein, wir bleiben auf der linken Seite, wo wir die verschiedenen Kurse haben. Sie sehen unter den Kurstafeln hier immer, haben wir so kleine Kästchen, die sind rot, die sind blau und viele fragen sich, was soll mir das anzeigen? Diese roten und blauen Kästchen, die zeigen Ihnen das Momentum an, also die Schwungkraft des Marktes. Sie können ja also sehen, haben wir Auf- oder Abwärtsmomentum anhand der Färbung dieser Kästchen. Sind die Kästchen rot gefärbt überwiegend, dann haben wir Abwärtsmomentum im Markt. Sind die Kästchen überwiegend blau gefärbt, haben wir Aufwärtsmomentum. Und das ist nochmal unterteilt in kurz-, mittel- und langfristig, wobei man hier definieren kann, dass kurzfristig einen Zeitbereich, also hier werden Kursbewegungen innerhalb von ca. 15 Minuten betrachtet. Bei mittelfristig, da reden wir von Kursbewegungen 30 Minuten bis eine Stunde circa und langfristig heißt alles, was länger ist, also 4 Stunden bis zu einem Tag. Haben Sie quasi hier eine Aussicht darauf. Im Euro-US-Dollar haben wir überwiegend Verkaufsmomentum aktuell im Markt. Das zeigt es uns hier farblich sehr schön an. Rechts daneben, wir gucken auf die rechte Seite hier, haben wir unsere Signalmodule integriert und auch hier die eifrigen Nutzer des Trademasters werden die Signalmodule teilweise wiedererkennen. Wir haben hier untereinander
einmal einen Indikatorenmix, den Relative Strength Index, wir haben den Commodity Channel Index, auch hier auf verschiedenen Zeitebenen, die Sie anklicken können. Ja, Sie sehen eher hier Abwärts- bzw. Aufwärtsbewegung im Markt. Wir haben unseren beliebten Pip-Variometer natürlich auch übernommen. Der Pip-Variometer, der uns die Schwungkraft des Marktes anzeigt, quasi zeigt, wie schnell wird mein Markt hier gerade oder mein Währungspaar gerade gehandelt, wie viel Druck herrscht hier. Das ist jetzt hier die Anzeige für den Euro-US-Dollar. Sie sehen es hier oben, hier steht Euro-US-Dollar. Ich zeige Ihnen auch gleich, wie Sie das umstellen können für einen anderen Markt. Also alle Angaben hier unten drunter, sämtliche Signale oder Analyse-Tools beziehen sich jetzt auf den Euro-US-Dollar. Wir haben hier gerade relativ wenig Schwungkraft im Markt. Schlägt der Zeiger nach oben in den blauen Bereich aus, haben wir Schwungkraft in Richtung Long, in Richtung Kauf. Schlägt er nach unten in den roten Bereich aus, haben wir Schwungkraft in Richtung Short. Darunter haben wir nochmal Signale, Kauf- oder Verkaufssignale, auf die wir achten können oder sollten, auf kurz-, mittel- und langfristiger Sicht. Wie Sie sehen, hier beim Euro-US-Dollar zeigt alles momentan rot nach unten. Der ist also momentan wirklich eher abwärts gerichtet. Wer also hier long gehen möchte, sollte sich das vielleicht überlegen. Momentan spricht erstmal alles für Short-Positionen. Natürlich sollte man parallel dazu auch immer den Chart im Auge behalten, denn Sie sehen es hier aktuell selbst. Ja, wir haben hier den Stundenchart offen, drei rote Kerzen, das heißt, seit 3 Stunden fällt das Ding. Natürlich stehen dann die Signale entsprechend auf abwärts. Darunter haben wir unser Trenddreieck, auch das ein Modul, was wir bereits schon im alten Trademaster haben oder hatten. Auch das können Sie hier ganz normal wieder so weiter nutzen, funktionsweise ganz kurz erklärt. Man sagt ganz einfach, auf der linken Seite werden Long-Positionen dargestellt, also Kaufpositionen. Auf der rechten Seite wird der Abwärtsmarkt dargestellt, also die Verkaufpositionen. Wenn ich also eine Kaufposition in den Markt geben möchte, also Long gehen möchte, dann mache ich das am besten, wenn hier unten der erste Balken, wenn der blau wird, ja, und die Kugel Nummer 1 beginnt zu leuchten, dann kann ich eine Long-Position eröffnen, dann wandert der Balken hier nach oben. Hat er die Spitze des Dreiecks erreicht, sollte ich die Long-Position aus dem Markt nehmen, dann ist nämlich das Ende der Aufwärtsphase erreicht. Eine Short-Position kann ich eröffnen, wenn Kugel Nummer 9, wenn die hier so orange leuchtet, dann ist das der Beginn einer Abwärtsphase, die kann ich nutzen, indem ich Short gehe. Und dann kann ich die Position unter Umständen sogar halten bis hier unten zum letzten Punkt der Kugel Nummer 16. Dann sollte ich die Position unter Umständen auch aus dem Markt nehmen. Wir haben das Ende der Abwärtsphase erreicht. Auch hier kann man sich dieses Trenddreieck auf verschiedenen Zeitebenen anzeigen, denn das wissen Sie selbst, es kommt natürlich auch immer darauf an, auf welcher Zeitebene ich mir einen Markt betrachte, wie lange soll denn meine Position überhaupt im Markt verbleiben, wie ist mein Handelshorizont. Suchen Sie sich einfach das Entsprechende aus. Wer längerfristig handelt oder sagt, ich lasse die Position ganz gerne mal intraday einfach auch mal laufen, nimmt sich vielleicht eher eine längerfristige Zeitebene, 30 Minuten, Stunde, 4 Stunden. Und wer kurzfristig handelt, kann natürlich sehr gerne auch hier die 5 bis 15 Minuten Zeitebene nutzen. Darunter haben wir das Momentum. Das hatte ich gerade schon mal erklärt. Das Momentum zeigt ganz einfach an, haben wir Abwärts- oder Aufwärtsmomentum. Abwärtsmomentum hier mit roten Balken nach unten dargestellt. Je stärker die Balken ausgeprägt sind, also je mehr Balken wir haben, desto stärker ist das Abwärtsmomentum ausgeprägt. Nach oben hin in blauen Balken dann dargestellt. Das ist Aufwärtsmomentum. Wir sehen also, dass zum Beispiel Kaufaktivitäten in den Markt strömen. Der Kurs beginnt zu steigen, hat relativ viel Schwung. Dann kann ich das hier in meinem Momentum sehen. Auch hier über verschiedene Zeitebenen kann ich mir das Ganze angucken, je nachdem, wie mein Handelshorizont aussieht. Denn wenn ich die Position längere Zeit laufen lassen will, ist natürlich nicht nur interessant, was jetzt aktuell am Markt herrscht, also 5 und 15 Minuten, dann gucke ich mir nämlich auch an, was ist denn auf Stunden- oder 4-Stunden-Basis, wie sieht denn da die Prognose aus und wie man sieht, es spricht jetzt erstmal alles aktuell für eine Abwärtsbewegung. Darunter haben wir unser Swing-Modul. Das Swing-Modul ist für seitwärts bewegende Märkte. Lasse ich einfach mal außen vor, wenn Sie Fragen konkret zu diesem Modul haben oder generell zu anderen Modulen, einfach nochmal kurz durchklingeln, dann können wir das gerne mal
zusammen durchgehen, weil diese Seitwärtsbewegung, die haben wir schon seit längerer Zeit nicht mehr, jedenfalls nicht so in der Phase, dass man da gewinnbringend, sage ich mal, handeln könnte hier per Hand. Lasse ich kurz mal außen vor. Darunter haben wir das Widerstand- und Unterstützungsmodul. Das ist ganz wichtig, denn Sie wissen selber, Widerstände und Unterstützung sind oftmals sehr gute Ein- bzw. Ausstiegspunkte aus Positionen. Sollten Sie als Händler also kennen. An einem Widerstand kann der Kurs zum Beispiel abprallen und die Gegenrichtung in die Gegenrichtung laufen, kann aber auch durchbrechen und nach oben weiter marschieren. Und deswegen sollte man schon wissen als Trader, wo sitzen denn Widerstände und Unterstützung? Kann man sich über reguläre Charttechnik natürlich raussuchen und Linien zeichnen. Das geht. Man kann aber auch ganz einfach hier reingucken und sieht, ja, wir haben hier im Euro-Dollar entsprechenden zwei Widerstände. Wir geben also immer den an, der dem Kurs aktuell am nächsten liegt und der, der da drüber ist und die entsprechenden Unterstützungen, die wir drunter haben. Das Ganze kriegen Sie aber auch in einer noch schöneren Ansicht, wenn Sie nach oben scrollen und Sie sehen hier neben dem entsprechenden Markt, neben Euro-Dollar, haben Sie einen blauen Button, der heißt Mehr Details anzeigen und da klicken wir doch einfach mal rauf. Und dann öffnet sich in der Mitte ein Fensterchen und hier haben wir nochmal alle Angaben etwas größer dargestellt und teilweise etwas, ja, ich sag mal, noch diffiziler dargestellt. Wir haben kurz, mittel und langfristig unser Momentum. Hier nochmal schön aufgeteilt mit diesen Aufwärts- und Abwärtspfeilen. Also man sieht quasi wie in einer Waage oder auf einer Waage, was überwiegt hier in dem Zeitbereich. Auf kurzfristiger Sicht überwiegt ganz einfach das Abwärtsmomentum, genauso wie hier auf mittelfristiger oder auch langfristiger Sicht. Das kann sich von Zeitebene zu Zeitebene natürlich ändern, kann sich natürlich aber auch oder definitiv von Markt zu Markt ändern. Hier zwischendurch einfach mal reinschauen, wie sieht es denn aus? Haben wir eher Auf- oder Abwärtsmomentum? Auch hier haben wir nochmal unser Widerstand- und Unterstützungsmodul. Hier nochmal schön dargestellt. Ja, die Ansicht werden viele kennen. Das ist die Ansicht, die wir vorher im Trademaster hatten. Sie sehen den aktuellen Kurs, können sehr schön sehen, wo sitzt der erste Widerstand, wo sitzt die erste Unterstützung. Und hier auf der linken Seite sehen Sie den Abstand in Pips. Sie sehen also knapp 10 Pips noch Abstand zum ersten Widerstand, 9 Pips Abstand zur ersten Unterstützung aktuell. Man kann also sagen, der Kurs bewegt sich momentan in einer relativ engen Range, hat wenig Luft nach oben und nach unten. Auch unser Trenddreieck haben wir hier nochmal in groß dargestellt. Ja, da hätte ich es Ihnen auch hier zeigen können. Ja, wir gehen rein bei Kugel Nummer 1, hier gehen wir long, warten ganz einfach, bis es nach oben läuft. Haben wir die Spitze des Dreiecks erreicht, die Nummer 8, gehen wir wieder raus mit der Long-Position. Short gehen wir ganz einfach bei Kugel Nummer 9, öffnen unsere Short-Position und können sie dann halten, bis hier unten die 16 erreicht ist. Können natürlich bei 13, 14 jederzeit aussteigen, wann immer Sie wollen. Spätestens bei 16 sollte man dann aber rausgehen, dann ist das Ende des Abwärtstrends erreicht. Auch das Momentum nochmal schön groß angezeigt. Auch hier können Sie die verschiedenen Zeitebenen sich nochmal durchklicken und das Swing-Modul. Wir schließen diese Ansicht. Was ich Ihnen noch nicht gezeigt habe, ist, dass Sie im Chart, wenn Sie sich irgendwas eingestellt haben, da fragen immer viele, Mensch, jetzt habe ich mir hier einen Indikator eingelegt, ich habe den Chart so gestaltet, wie ich es gerne hätte. Was passiert denn, wenn ich jetzt die Handelsmaske schließe und die wieder neu öffne? Sieht es denn wieder genauso aus? Ganz einfach, Sie stellen sich Ihren Chart ein, so wie es Ihnen beliebt, stellen sich alle Ihre Indikatoren ein und dann klicken Sie hier oben links auf oder hier oben auf der rechten Seite auf Speichern. Und Sie geben der ganzen Geschichte ganz einfach einen Namen, ja, Lieblingschart zum Beispiel, klicken auf Speichern. Und wenn Sie ihn wieder haben wollen, ja, Sie haben Chart verstellt, Sie haben die Handelsmaske geschlossen, wieder geöffnet, was auch immer, dann können Sie hier dann in dem Menü Chart Layout laden, Ihr vorgefertigtes Chart Layout ganz einfach wieder hochladen und alles sieht aus wie immer. Ja, Sie können hier also alles abspeichern. Wir kommen zu unseren offenen Positionen, die wir hier unten haben, beziehungsweise jetzt aktuell habe ich ja nur eine offene Position. Da haben wir nämlich den nächsten Reiter Trading Tools. Und damit ich Ihnen den zeigen kann, mache ich mal was ganz Wildes. Ich öffne jetzt einfach mal ein paar Positionen in verschiedenen Märkten, in verschiedene Richtungen, querbeet, so wie Sie es wahrscheinlich zu Hause an Ihrem Rechner nicht machen würden mit Ihrem Handelskonto oder nicht machen sollten.
aber sie kennt es selber. Manchmal haben sie die Situation, sie haben relativ viele offene Positionen und man verliert irgendwann den Überblick. Und man weiß gar nicht mehr so richtig, wo liege ich denn jetzt vorn, wo liege ich denn jetzt hinten und was kann ich denn jetzt überhaupt machen und was passiert denn, wenn ich jetzt hier zwei im Gewinn rausnehme, wie sieht es denn dann aus? Deswegen haben wir hier unten den Reiter Trading Tools. Und da klicke ich jetzt mal rauf. Und wie Sie sehen, das nennt sich Exposure. Viele, die den MetaTrader 4 nutzen, kennen vielleicht diesen Exposure-Indikator, den man sich einlegen kann. Da kann man nämlich sehr schön sehen, wie viele Positionen habe ich denn im Markt, in welchen Märkten bin ich überhaupt aktiv, wie viele Long- oder Short-Positionen habe ich. Und das kann man hier jetzt sehr schön sehen. Ich kann jetzt in diesem Trading-Tool ganz einfach sehen, was habe ich an offenen Positionen, also die Gesamtanzahl, das zeigt er mir hier unten. Ich habe also 10 offene Positionen gesamt. Er zeigt mir alle meine Long-Positionen untereinander und er zeigt mir alle meine Short-Positionen untereinander. Und jetzt kann ich unterm Strich ganz einfach auch sagen, hier bei den Trading-Tools habe ich verschiedene Schließmöglichkeiten. Ich kann also auswählen, was ich an meinen Positionen alles schließen möchte. Und dann machen wir mal Folgendes. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, schließe alle Euro-Pfund-Positionen oder schließe alle Euro-US-Dollar-Positionen. Das ist sehr praktisch. Wenn Sie mehrere Märkte handeln, dann müssen Sie nicht lange durchsuchen oder klicken, sondern Sie sagen ganz einfach, hier schließe zu mir zum Beispiel den Euro-US-Dollar, aber, und hier unter Schließtyp kann ich auswählen, schließe mir bitte nicht alle Euro-Dollar-Positionen, sondern bitte nur alle Kaufpositionen oder alle Verkaufpositionen. Oder schließe mir alle Euro-Dollar-Positionen, die im Gewinn sind. Das ist wahrscheinlich die Lieblingsfunktion von allen. Ja, schließe mir alle Positionen im Gewinn. Also Sie merken selber, ich habe hier wahnsinnig viele Auswahlmöglichkeiten. Ich kann zum Beispiel auch sagen, schließe mir alle Positionen, die im Minus sind. Und eben nicht nur vom Euro-Dollar, sondern wirklich von allen Märkten, die ich gerade handle. Also Sie können hier kreuz und quer sich das so einstellen, wie Sie es gerne hätten. Und ich sage jetzt einfach mal, schließe alle Positionen, aber zum Beispiel schließe mir nur alle Short-Positionen, egal von welchem Markt. Dann klicke ich hier auf mehrere schließen und hier unten steht Auftrag erfolgreich geschlossen. Und jetzt schauen wir doch mal rein in unsere offenen Positionen. Et voilà, ich habe nur noch Long-Positionen im Markt. Also dieses Trading-Tool, das ist wirklich ganz interessant. Beschäftigen Sie sich da mal damit. Wenn Sie in mehreren Märkten unterwegs sind, können Sie hier sehr schön hin und her handeln. Sie können sagen, schließ mir alle Positionen, die im Gewinn sind. Oder schließ mir alle, die im Verlust sind. Oder Sie gehen davon aus, der Markt dreht gleich im Euro-Dollar. Dann schließe ich ganz einfach alle Short-Positionen und lasse nur noch meine Longs laufen. Ist ein sehr schönes Tool. Schauen Sie hier mal rein. Sie können natürlich auch, ja, wenn Sie im Bereich Handel hier unten sind, diesen Button Schließe alle nutzen. Dann werden natürlich alle Positionen, die Sie momentan hier unten im Markt haben, komplett geschlossen. Dritter Reiter hier unten unterm Chart, Kontohistorie. Naja, ich denke mal, der ist selbsterklärend. Das ist mein Kontoauszug. Hier sehe ich ganz einfach, was ich hier gehandelt habe, was habe ich hier heute fabriziert, kann natürlich auch eine benutzerdefinierte Periode eingeben, kann einfach sagen, zeig mir den Kontoauszug vom so und so vielten bis heute oder wie auch immer. Ich kann den abspeichern, das ist ja für viele auch wichtig. Sie können den sich zum Beispiel als Excel-Tabelle abspeichern und auch hier parallel zum MetaTrader 4 kann ich einen Zeitbereich auswählen. Ich kann zum Beispiel sagen, zeig mir den kompletten Monat oder die letzte Woche, letzte drei Tage etc. Das finden Sie hier also unter Kontohistorie. Kleine Gimmicks, die wir noch eingebaut haben, die ganz interessant sind. Wir bauen ja hier nichts ein, was für Sie einfach nur uninteressant ist oder was Sie nicht nutzen können, sondern wir haben hier Sachen drin, die wirklich ganz spannend sind. Schauen Sie mal, ganz hier oben haben wir hier so eine Weltkarte und hier haben wir die wichtigsten Börsen. Und wenn Sie hier oben mit der Maus einfach nur raufgehen, dann klappt das nach unten auf. Hier können Sie zum Beispiel die Handelszeiten der wichtigsten Börsen sehen und Sie sehen, ob die aktuell gerade offen sind oder geschlossen. Interessant zu wissen, je nachdem, was ich hier für Märkte handle, sollte ich schon hier mal zwischendurch reinschauen, kann eben auch sehen, überhaupt, wie viel Liquidität ist denn aktuell im Markt. Ja, ich meine, wenn überall Feiertage sind und die Börsen sind fast alle zu, dann brauche ich mich natürlich nicht wundern. Aber hier kann man immer mal reinschauen und ich kann ganz einfach sehen, wie viele Börsen haben denn aktuell überhaupt offen? Wo wird denn gehandelt? Auch hier oben ein ganz nettes Modul.
Hier werden immer verschiedene Märkte angezeigt. Ich mache es mal etwas größer. Wo es gerade spannend ist, ja, der Euro-US-Dollar befindet sich gerade über dem Pivotpunkt. Australischer Dollar gegen Yen zum Beispiel, der durchbricht hier gerade den zweiten Unterstützungspunkt und so weiter. Hier kriege ich kleine News bei den Märkten, die vielleicht für mich interessant sind. So viel zum ersten Bereich, Positionen öffnen, schließen und bearbeiten. Jetzt zeige ich Ihnen nochmal ganz kurz die verschiedenen Ansichtsmodi. Das ist jetzt hier der fortgeschrittene Modus, ja, wo Sie viele Möglichkeiten und Einstellungsmöglichkeiten haben. Wir haben hier oben auf der rechten Seite den Button Einstellungen. Wenn Sie dort draufklicken, geht ein Fenster auf, das kennen wir schon, haben wir vorhin drüber gesprochen, eingestellt aktuell, das ist der fortgeschrittene Modus. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, nein, ich zeige Ihnen erst den Grundmodus. Der Grundmodus, machen Sie einfach ein Häkchen ran, klicken auf Änderungen speichern, er lädt ganz kurz nochmal. Und wie Sie sehen, sieht ähnlich aus. Es ist alles einfach und sehr, sehr übersichtlich. Ich finde, das ist eine sehr, sehr entspannte Ansicht, weil es aufs Wesentliche begrenzt. Ich habe hier meinen Chart, ich sehe meine offenen Positionen und auf der linken Seite habe ich die entsprechenden Märkte. Ja, kann hier ganz normal Positionen öffnen, schließen, wie ich es gewohnt bin, aber eben keine Analysemodule. Es gibt ja Leute, die sagen, Mensch, ich habe hier meine eigene Trading-Taktik, meine eigenen Signale, wie auch immer, die möchte ich gerne handeln. Die Ansicht reicht mir völlig aus. Oder aber keine hohe Bildschirmauflösung, kleiner Rechner, wie auch immer, dann nehmen Sie den einfachen Modus. Ansonsten die wichtigsten Sachen, wie natürlich die Trading-Tools und so weiter, haben wir hier selbstverständlich drin. Jetzt kommen wir zum dritten Modus. Ich gehe wieder auf Einstellungen und mache jetzt mal das Häkchen hier bei Vintage-Modus. Änderungen speichern. Ah, und jetzt sagen alle, ah, da ist er wieder. Das ist unsere alte Ansicht. Old School könnte man fast sagen. Und ja, wir haben es übernommen. Das ist quasi die Ansicht, die Sie vom alten Trademaster noch kennen. Auch hier wieder mit den entsprechenden Modulen. Hier haben oben den Kontostand, offene Positionen. Ich denke mal, das ist alles selbsterklärend. Ja, wir haben hier hinten die Position, kann man hier hinten schließen. Unten drunter haben wir wieder unseren Chart. Wir haben unser Fibonacci-Modul. Ja, mit den Fibonacci Retracements. Wir haben unser Widerstand- und Unterstützungsmodul und auch der gute alte Freund, der Pip-Variometer, ist hier wieder integriert. Also wer die Ansicht bevorzugt, kann natürlich auch gerne diese Ansicht hier nehmen. Unterscheidet sich also nicht großartig von dem, was Sie unter Umständen gewohnt sind. Ich schalte wieder zurück auf den fortgeschrittenen Modus. Und jetzt Achtung, Sie haben hier unten noch eine Auswahl, die heißt Ein-Klick-Trading und die ist ab Werk auf passiv gestellt. Was heißt das? Ein-Klick oder auch One-Click-Trading bedeutet, wenn Sie irgendwo raufklicken auf Öffnen, Schließen, was auch immer, dann passiert das sofort ohne Rückmeldung. Ich aktiviere das Ganze mal jetzt hier auf meinem Konto. Wenn ich hier einen Haken mache, dann kommt hier nochmal so eine Aufklärung. Ja, bitte denken Sie dran, wenn Sie jetzt irgendwo raufklicken, dann passiert auch sofort irgendwas. Das müssen Sie natürlich akzeptieren und bestätigen. Jetzt klicke ich auf Speichern und jetzt habe ich den sogenannten One-Click-Modus. Unterschied hier ist, ich habe oben auf der rechten Seite habe ich mein Tableau mit den entsprechenden Kursen, habe hier den Euro-US-Dollar. Wenn ich jetzt eine Position zum Beispiel eröffnen möchte, reicht es völlig aus, wenn ich hier oben einfach auf den entsprechenden Kaufkurs raufklicke oder auf den Verkaufkurs. Wenn ich jetzt klicke, zack, habe ich geklickt, ist die Position hier unten direkt aufgekommen. Es kommt keine Nachfrage. Ich stelle mir hier vorher in der Mitte meine gewünschte Handelsmenge ein, die ich immer handle und kann dann direkt, zack, schnell hintereinander weg Positionen öffnen. Genauso, wenn ich jetzt hier hinten auf Schließen klicke, wird die Position sofort geschlossen, ohne Nachfrage. Also immer dran denken, wenn Sie den One-Click-Modus aktiviert haben und wenn Sie hier oben nicht den Euro-Dollar handeln wollen im One-Click-Modus, dann reicht es ganz einfach, wenn Sie hier auf der linken Seite auf diesen Doppelpfeil klicken in der Mitte. Damit rufen Sie nämlich auf der rechten Seite die entsprechenden Signale auf. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Signale vom Pfund US-Dollar auf der rechten Seite haben will, klicke ich hier einfach auf den Doppelpfeil und mir werden auf der rechten Seite jetzt die Signale vom Pfund US-Dollar angezeigt. Auch hier können Sie immer hin und her wechseln. Deswegen rate ich jedem, der hier nicht einen Fehler begehen will, lassen Sie vielleicht am Anfang diesen One-Click-Modus auf passiv, können Sie jederzeit wieder aktivieren, aber
Nicht, dass sie hier irgendwo raufklicken und sagen, hoch, ich habe einen Markt gekauft, den ich gar nicht wollte.